wollen heute sprechen über digitale Lehre in der Entwicklungszusammenarbeit. Welchen Beitrag leisten Open Education und Online-Lehre? Übrigens, es muss ja so sein, wenn wir über solche Themen diskutieren, Sie können auch twittern. Es gibt einen Hashtag, der lautet HFD2016, richtig? Also nur HFD16, ja, ohne 20, HFD16. Da können Sie kommentieren. Und nachher werden wir auch, es gibt ja einen Livestream, nachher werden wir auch hoffentlich von Twitter-Usern weltweit Fragen bekommen, Kommentare bekommen, die wir in die Diskussion mit einbeziehen. Sie können aber sich natürlich auch leicht machen, und wenn Sie nachher sagen, ach, ich möchte jetzt ja eigentlich nicht die Frage lautstellen, dann twittern Sie einfach und dann kommt die Frage auch an. Also wie gesagt, es gibt auch einen Hashtag. Wir haben die Diskussion mit Streitgespräch überschrieben. Jetzt könnte man auf den ersten Blick fragen, wieso eigentlich? Ist doch toll, wenn die Digitalisierung von Bildungsangeboten, die wir hier machen, auch Entwicklungs- und Schwellenländern hilft. Und warum soll dann ein reiches Land wie Deutschland sich da nicht besonders engagieren? Wieso kann man da streiten? Aber wie so oft, es ist eben vielleicht nicht ganz so leicht und der Teufel steckt dann zum Teil auch im Detail. Genau darüber wollen wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden sprechen und ich darf meine Gesprächspartner nach vorne bitten. Ich begrüße Balthas Seibold, Katrin Haufe-Wadle, Dr. Erik Tambo, Professor Dr. Rainer Burg und Professor Dr. Barbara Moser-Mörser. Kommen Sie bitte zu mir. Beginne mal, indem ich Ihnen ein paar mehr Worte über meine Gesprächspartner sage. Ich fange von mir aus gesehen links an mit Balthas Seibold. Er ist Berater im Sektorvorhaben Digitale Welt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hier in Bonn. Das Thema digitales Lernen bzw. offenes Lernen, offene Bildung beschäftigt Herrn Seibold, seit er bei der UNESCO von 2000 an Open Education Strategien mitgeschrieben hat. Anschließend war er Projektleiter bei einem mehrjährigen Weiterbildungsprojekt bei Invent. Letztes Jahr hat er dann ein Innovationshandbuch der GEZ mitgeschrieben, und zwar das Paper Learning by Sharing. Und darin fordert Herr Seibold, Bildungswissen global als Gemeingut zu behandeln und in der Entwicklungszusammenarbeit mehr auf offene globale Lerncommunities zu setzen. Und vielleicht überrascht uns das auch nicht, Sie sind der Meinung, Herr Seibold, dass Open Education für die internationale Bildungsarbeit in Deutschland noch viel zu wenig genutzt wird. Insofern herzlich willkommen, dass Sie da sind. Herr Seibold, wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen. Katrin Haufe-Wadle darf ich heute ganz besonders begrüßen. Sie vertritt den erkrankten Christoph Hansard. Frau Haufe-Wadle arbeitet seit 1995 an der Schnittstelle von Marketing, IT und Bildung mit dem Schwerpunkt digitaler Formate seit 2012 für den DAAD. Seit vergangenem Jahr ist sie beim DAAD für das Thema digitale Hochschulbildung zuständig, beschäftigt sich insbesondere mit den Chancen und Risiken von digitalen Formaten für die Internationalisierung von Hochschulen. Sie ist auch im Hochschulforum Digitalisierung aktiv. Da vertritt sie den DAAD in der Themengruppe Internationalisierung und Marketingstrategie. Man muss dazu sagen, die Idee für die Diskussion heute Abend ist auch dort entstanden, der Themengruppe. Dieses Thema Digitalisierung, Entwicklungszusammenarbeit kam da auf, auch in Form von gewissen Unterschieden, Meinungsunterschieden, die wir vielleicht hier nochmal etwas ausführlicher darstellen können. Frau Haufe-Wadle ist von Hause aus Informationswissenschaftlerin, hat Kunstgeschichte studiert. Schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt muss ich noch Herrn Burg irgendwo finden, aber den habe ich auch gleich. Ja, Rainer Burg, Professor für BWL und Gesundheitsmanagement an der HAW Neu-Ulm. Nach seiner DIS ging er zunächst in die Industrie, war im Automobilsektor, Maschinenbau, Krankenhausbereich, zuletzt als kaufmännischer Vorstand, seit 1997 dann als Professor in Neu-Ulm. Und er sagt, sein Lebensweg sei durch eine langjährige Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern geprägt. Unter anderem hat er mehrere MBA-Studiengänge in Kooperation mit afrikanischen Universitäten etabliert. Seit 2013 ist er Leiter des neuen Afrika-Zentrums
seiner Hochschule. Und auch das Thema E-Learning beschäftigt sie ebenfalls seit Jahren. Aktuell leiten sie ein Projekt vom DAAD, in dem es um die Weiterentwicklung von Blended Learning Kursen als Bestandteil akademischer Studiengänge in Kenia geht. Ganz herzlich willkommen, Herr Burg. Jetzt gehen wir etwas weiter südlicher von hier aus gesehen in die Schweiz. Barbara Moser-Mörser ist Professorin für Konferenzdolmetschen an der Universität Genf und Gründerin und Direktorin von InZone. Wenn Sie noch nicht wissen, was InZone ist, das werden wir später nochmal ausführlicher erfahren. Es soll auf jeden Fall Jugendlichen in internationalen Krisensituationen ein Stück Normalität bringen, auch ein Stück Bildungsnormalität. Es geht darum, Bildungsmodelle aufzubauen, sowohl vor Ort als auch virtuell. Und es geht immer auch darum, dass diese Bildungsmodelle sowohl relevant sind als auch qualitativ funktionieren. Was leichter klingt, als es am Ende vermutlich ist. Sie werden uns nachher, Frau Moser-Mörser, ausführlicher noch erzählen, was InZone macht. Auf jeden Fall, was ich spannend finde, Sie sagen, dass gerade ländergreifende, übergreifende Krisen und Konflikte Einladungen sind zum Umdenken, auch und gerade in der Bildung. Das heißt ja dann auch, es gibt da auch eine Rückwirkung auf Bildung, wie wir sie bei uns und hierzulande denken. Herzlich willkommen, Frau Moser-Mörser. Und schließlich begrüße ich Erik Gangkamp-Tambo. Er ist Associate Academic Officer am Institute for Environment and Human Security der United Nations University, also quasi hier, und zuständig für die E-Learning-Aktivitäten, insbesondere bei den Kernthemen des Instituts, Risikoeinschätzung, Vulnerabilität, Minderungs- und Anpassungsstrategien für den Klimawandel. Das Institut forscht auch über die durch Umweltfaktoren verursachten Migrationsformen. Erik Tambo ist Computerwissenschaftler ebenfalls, entwickelt IT-gestützte Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen Afrika und seiner Diaspora im Kontext der Themen Migration, Wissenschaft, Entwicklung. Er bildet Dozenten an afrikanischen Universitäten im E-Learning aus und fort und berät Hochschulen bei ihrer E-Learning-Strategie. Und das Powys-Institut, was am Anfang erwähnt wurde von der Pan African University, da koordiniert er den Beitrag seiner Universität. Herzlich willkommen, Herr Tambo. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja nun zunächst mal ein Thema, wie gesagt, da fragt man sich, was ist jetzt daran zu streiten? Das ist ja auch ein hochnormatives Thema, das muss man ja erstmal gut finden. Ja, also wenn in einem reichen Land wie Deutschland digitale Bildungsangebote entwickelt werden, die auch Menschen in Entwicklungsländern zugutekommen, das kann man ja eigentlich nur gut finden. Oder vielleicht auch nicht. Die Frage ist ja, warum eigentlich? Warum sollen deutsche Hochschulen sowas machen, Herr Burg? Warum ist das denn deren Aufgabe? Müssen die sich nicht eigentlich um ihre eigenen Studierenden kümmern? Haben die da überhaupt einen Auftrag zu? Vielleicht nehmen Sie es mir. Ja, ich denke mir, alle wollen wir Internationalisierung. Alle wissen, dass wir nicht mehr mit den herkömmlichen Lehrmethoden in den Präsenzveranstaltungen weiterkommen. Und wer, wie ich jetzt in Afrika viel unterwegs ist, kriegt laufend Anfragen, was können wir Deutsche tun, um diesen Prozess zu unterstützen. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir tun können mit dem Wissen, was wir im westlichen Bereich zum Beispiel zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung haben. Wie können das unsere Partner an den Universitäten in den verschiedenen Ländern übernehmen und gemeinsam, was können wir da entwickeln? Also zwingend, der Bedarf ist riesig, vielleicht in anderer Form. Die Schwierigkeiten sind da, die muss man auch klar benennen. Die heißen unter anderem, Internetzugang ist nicht durchgängig da. Unsere ersten Evaluierungen haben ergeben, 2/3 der Teilnehmer nutzen nicht das E-Learning übers Internet, weil ihnen der Zugang fehlt. Das ist eine Erkenntnis, die man unter anderem haben muss und dann sehen muss, wie kann man das lösen. Da gibt es Offline-Angebote, DVD-ROMs und Ähnliches. Frau Hoffe-Warte, jetzt redet Herr Burg von den Problemen, die eigentlich mehr technischer Natur sind. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber es gab ja bei Ihnen im Hochschulforum auch eine Diskussion, da ging es gar nicht um technische Probleme oder technische Machbarkeiten, da ging es wirklich um die Frage, sollen Hochschulen sich da engagieren oder sollen sie sich nicht engagieren? Vielleicht können Sie für uns einmal ganz kurz nachzeichnen, wo da der Konflikt genau entstanden ist, an welcher Stelle.
Naja, beim Thema Digitalisierung und digitaler Lehre geht es ja auch darum, inwieweit das Bildungsgut, das die Hochschulen produzieren, auch als Exportmittel oder Exportprodukt positioniert werden kann. Und da gibt es recht unterschiedliche Vorstellungen. Also wenn wir uns mit kommerziellen Hochschulen auseinandersetzen, ist die Richtung völlig klar. Ich rede eben von anglophonen Hochschulen, vor allem aber auch amerikanischen Netzwerken. Die deutschen Hochschulen sind die meisten eben öffentlich gefördert. Und dann ist durchaus die Frage, inwieweit ist es berechtigt, sich dann eben auch in dem Bereich zu engagieren. Weil sie eben öffentlich gefördert sind mit deutschen Steuergeldern. Das heißt, jetzt mal kurz formuliert, wenn deutsche Steuergelder da sind, die sollten dann auch für die deutschen Studierenden eingesetzt werden. Das ist das Argument. Genau, also das hören wir eben oft. Ja. Ein ziemlich einfaches Argument. Das ist nicht einfach und wir haben natürlich ganz unterschiedliche Ziele als DAAD auch zu verfolgen. Da muss man sicherlich ein bisschen ausholen. Also wir haben sehr unterschiedliche Geldgeber. Wir haben das BMZ, wir haben das BMBF, wir haben das Auswärtige Amt, um nur einige zu nennen. Und diese Geldgeber haben natürlich auch unterschiedliche Zwecke, wenn es darum geht, Hochschulbildung per se zu fördern. Grundsätzlich geht es darum, Fach- und Führungskräfte auszubilden, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in der ganzen Welt. Da gibt es einen klaren Auftrag für. Es gibt außerdem auch den Auftrag, ein leistungsfähiges Hochschulsystem auszubauen. Und auch das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt auch für den globalen Hochschulbereich. Mhm. Und die deutschen Hochschulen profitieren natürlich ganz enorm davon, wenn sie intensive internationale Hochschulpartnerschaften pflegen. Da geht es um Wissenstransfer, es geht um Regional-Know-how, es geht darum, dass man tatsächlich auch auf interkultureller Ebene sehr viel voneinander lernt. Das betrifft vor allem die Lehrformate, die digitalen Lehrformate und die vielen Projekte, die wir in dem Kontext machen, die zeigen uns natürlich auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, da ist dann schon die erste wichtige Differenzierung. Man muss unterscheiden zwischen dem, was eine Hochschule so in ihrer Normallast macht, sozusagen im normalen Programm macht, und das, wo es dann zum Beispiel extra Projektgelder gibt, wo es extra Programme gibt, wo DAAD, GIZ und andere dann zum Beispiel unterstützend wirken. Und wenn überhaupt, könnte man einen Konflikt führen an der Stelle, so nach der Art, sollen die das eigentlich mit ihrer Grundfinanzierung bezahlen? Wenn überhaupt, könnte man den Konflikt vielleicht da sehen. Richtig? Naja, das könnte man dort sehen, aber der DAAD hat natürlich eine ganz klare Ausrichtung. Es geht darum, die Internationalisierung zu fördern. Und diese Internationalisierung kann nicht mit Mitteln eben aus der Grundfinanzierung alleine erfolgen. Und wir haben sehr, sehr großes Interesse, dass die deutschen Hochschulen beispielsweise im Bereich der Curriculumsentwicklung, und da gibt es eben explizit Schnittstellen eben zur digitalen Lehre, die Internationalisierung vorantreiben. Mhm. Und damit möchte ich auch zwei Bereiche ansprechen. Also es geht für uns in dem Kontext der digitalen Lehre um zwei Ebenen. Es geht zum einen um die Internationalisierung at home, das heißt alles, was auf dem Campus der Hochschulen passiert. Und dann geht es aber auch um Internationalisierung abroad, das heißt alles, was im Ausland passiert. Mhm. Und die digitale Lehre, digitale Formate und Kooperationsmodelle sind ein ideales Format, um diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Mhm. Da stecken jetzt eine ganze Menge Punkte drin, über die wir gleich diskutieren können. Das eine ist, wie gesagt, was müssen deutsche Hochschulen wollen dürfen, so ungefähr? Also was sollten deutsche Hochschulen tun? Wozu sind sie verpflichtet, auch vom Steuerzahler her gesehen? Was ist auch vielleicht ihre moralische Verpflichtung? Und wo brauchen sie auch Freiheit, Profil zu entwickeln? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, von was für Formaten reden wir konkret eigentlich? Sie haben angesprochen Formate kommerzieller Anbieter, die es gibt, versus Formate von zum Beispiel öffentlich geförderten Einrichtungen. Das sollten wir, denke ich, mit differenzieren. Und dann die dritte Frage, die sich auch so ein bisschen stellt, ist das jetzt eigentlich irgendwie so eine gutmenschliche Sache, dass die deutschen Hochschulen da einsteigen und helfen? Oder inwiefern ist es auch durchaus, sage ich mal, im eigenen Interesse, da aktiv zu werden? Herr Seubert, vielleicht, ich tue jetzt mal ein bisschen naiv und jetzt erklären Sie mir doch mal, was eigentlich Open Education ist. Ah,
fiese Frage. Wussten Sie ja, dass die kommt, die Frage. Denn Open Education ist gerade so ein schillernder Begriff eben, wo man auch sehr viel reininterpretieren kann. Und ich finde es ganz spannend, wenn man das mal zuspitzt. Es gibt ja sowas wie Greenwashing. Ne? Das sind Leute, die sagen, sie seien Umweltschützer, aber in echt sozusagen ist es eben gar kein Umweltschutz. Und im Internet hat sich jetzt auch das Openwashing als neuer Begriff ergeben. Und ich finde das ganz spannend. Weil das heißt, alles ist open. Ja, genau, weil alles ist im Moment gerade open. Open for everyone and free. Und da ist dann tatsächlich die spannende Frage, ist da eigentlich in echt eine spannende Exportstrategie dahinter von einem Anbieter oder ist es tatsächlich open? Und jetzt Open Education ganz kurz gefasst, da sagen die da gab es eine Declaration in Berlin und dann auch eine in Cape Town und da ging es eigentlich dann als Essenz davon ist es wirklich, wenn der Zugang zur Bildung frei ist, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit besteht, die Sachen, die man dort sieht oder die Lehrmaterialien auch mit selber zu gestalten und zu verändern. Und dann drittens, das auch wieder anderen frei zur Verfügung zu stellen. Ganz konkret? Das sind so die drei Sachen, diese drei Freiheiten, die man bei Open Education eigentlich hat. Ganz konkret, Iversity ist nicht Open Education? Also es ist natürlich immer dumm, so ein Bashing zu machen. Nee, aber also ich zitiere jetzt mal, ich zitiere einen Blog jetzt und würde die Khan, die ja auch sehr bekannt ist, die Khan Academy nochmal, die genau jetzt des Open Washings eben bezichtigt worden sind, weil sie eigentlich sagen, es ist free for everyone. Und wenn man dann aber mal anschaut, die Bedingungen der Khan University, also da kann man eben jedermann, kann da Mathematikkurse, das ist im Wesentlichen, ist es sehr stark dann halt auch Highschool Education. Man darf aber, wenn man dann genau hinschaut, darf man das nur privat nutzen, man darf es nicht kommerziell nutzen und man darf es niemand weitergeben. Okay, verstanden. So, also hier wäre dann ein das eindeutigerer wäre Fall Open Washing. Von Openwashing, ja. Jetzt könnte man sagen, Kyren, die wollen ja auch am Ende über den umgekehrten Generationenvertrag Geld reinkriegen. Open Education? Ja, Kyren ist sehr spannend, weil Kyren ja zusammenarbeitet mit den großen amerikanischen MOOC-Anbietern und die tatsächlich alle ja, das MIT allen voran, eben eine sehr klare Definition von Open Education verfolgen. Also da würde ich sagen, die sind in dem, was sie machen, open und deswegen schaffen die das ja auch sozusagen darauf aufzuspringen, ohne zusätzliche Kosten dafür zu haben. Das heißt also, wenn man so möchte, ist E-Learning ein Begriff, der irgendwo drüber steht und Open Education ist, wenn man so möchte, ein Teil dieses ganzen Bereichs von digitaler Bildung, von E-Learning. Es gibt einen großen Bereich, der ist dann eher kommerziell, der ist eher etwas, wo man auch für zahlt. Open Education als Teilbereich davon. Herr Tambo, das, was Sie machen ja sicher sehr engagiert, ich habe gesagt, Paus. Ich habe auch erzählt davon, dass Sie afrikanische Dozenten beim Thema E-Learning fortbilden. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber und sagen Sie, ist das auch etwas, was Sie jetzt Open Education bezeichnen würden? Ja, ich allgemein das Netzwerk der Universität der Vereinten Nationen arbeitet nach diesem Open-Ansatz. Wie gesagt, wir befolgen erstmal dieses Sustainable Development Goal, diese Millennium Development Goal und arbeiten überwiegend in Entwicklungsländern, wo gerade diese Philosophie der freien Verfügbarkeit passt in unsere sozusagen Mandat und unsere Arbeitsweise. Alle unsere Projekte gehen auch in diese Richtung. Sie haben da diese Training of Trainers. Wir hatten ein sehr schönes Projekt gefördert von der DAD, wo wir als beispielsweise ungefähr 15 Dozenten, Professoren mit jeweils zwei Professoren und zwei Assistenten in drei unterschiedliche Länder trainiert haben, wie sie Kursen entwickeln, wie sie Kurse evaluieren und die Inhalte waren frei, alles was sie benutzt haben für die Fortbildung waren frei und am Ende als zum Beispiel an der Universität Yaoundé 1 eine unserer Schülerinnen bzw. eine Professorin, der Kurs teilgenommen hat, ist jetzt verantwortlich für die gesamte E-Learning-Strategie an dieser Universität und an der Pan-African University auch, die Unterschied, unser Einsatz da ist auch mit Open Source Software zu arbeiten und das gerade damit so eine Art Knowledge Transfer entsteht. Das heißt, alles, was wir entwickeln am Ende, dass die Leute vor Ort das auch sozusagen weiterentwickeln können. Um kurz zu fassen, dieser Open-Ansatz gehört zu dem Arbeit-Ansatz innerhalb der Universität, den Vereinten Nationen. Und jetzt nehmen wir noch gleich das andere Beispiel dazu, Frau Moser-Mörser. InZone,
Ich würde sagen, Opener Education geht es ja nicht sozusagen. Ne? Also beschreiben Sie doch mal ein bisschen, was genau Sie da machen. Nehmen Sie das Mikro und erzählen Sie mal kurz. Ist an. Ja. Nun, zu Beginn war es eigentlich nicht ganz so open. Der Beginn war eigentlich die Überlegung bzw. eine Feststellung, dass das humanitäre Völkerrecht vor Ort, besonders also in diesen Flüchtlings- und fragilen Kontexten, nicht umgesetzt werden kann, wenn sich die Menschen nicht verstehen oder wenn nur eine Sprache gesprochen wird. Und so kamen wir eben von der Ausbildung, die gar nicht so offen war, von der Ausbildung von humanitären Dolmetschern in Flüchtlingslagern, hin zu der Feststellung, dass in den Flüchtlingslagern zwar die Grundschulausbildung und die Sekundarschulausbildung große Fortschritte gemacht hatte, besonders aufgrund von UNICEF und allen anderen Aktionen, die dort gestartet wurden, dass aber dann plötzlich eine ganze Generation von Studenten plötzlich vor dem Nichts standen, dass es keine weitere Ausbildung gab. Und wir begannen dann eben mit diesen Absolventen unserer Dolmetscherkurse, die alle sehr, sehr gute Kompetenzen entwickelt hatten, dann wirklich offen zu arbeiten. Das heißt, dann begannen wir eben auch gewisse MOOCs zum Beispiel in den Flüchtlingslagern den Studenten anzubieten und das im Detail zu studieren, zu analysieren, wissenschaftlich auch aufzuarbeiten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da kann ich dann also wirklich sagen, der Teufel steckt im Detail. Der steckt nicht an diesen großen Versprechungen, was alles möglich ist und wie viele Tausende man erreichen kann damit. Das kann man nämlich nicht. Das kann man nicht in einem Kontext, in dem es sehr, sehr viele Hürden gibt und in dem man oft von einem Tag zum anderen nicht weiß, ob die Studenten überhaupt noch in die Labors kommen können, ob die Frauen überhaupt dorthin kommen, wie man sie alle dorthin bringt, wie man ihnen Lerninhalte, die irgendwo im Norden entwickelt wurden, vermitteln kann, soll, welche anderen Modelle zu entwickeln sind. Und ich glaube, wir werden dann später nochmal auf dieses Schnittstellenmodell eingehen, das wir besonders auch jetzt in der MENA-Region umsetzen wollen, weil wir wirklich davon ausgehen, dass diese Lerninhalte aus dem Norden in diesen Ländern nicht unmittelbar umzusetzen sind und wahrscheinlich auch nicht umgesetzt werden sollten, so wie sie angeboten werden. Und das ist jetzt ja ein ganz interessanter Punkt wiederum, weil man jetzt vielleicht denkt, ist ja super, wir haben ja jetzt hier unsere MOOCs und wir haben ja hier unsere E-Learning-Angebote und es kostet ja keinen Euro mehr. Wir haben ja eben auch nochmal gehört bei solchen Angeboten so ungefähr, ob da jetzt 5 Studenten mitmachen oder 50 oder 5.000, völlig wurscht. Also schicken wir denen das einfach runter oder stellen es online und dann ist die Sache geritzt. Das Problem ist, Sie sagen, das, was wir an E-Learning-Angeboten, vielleicht an MOOCs für eine europäische Öffentlichkeit machen, mag zwangsläufig nicht überall gleich funktionieren. Da ist doch ein Riesenproblem. Wird es denn überhaupt anders gemacht oder ist das der normale Weg bislang, dass man im Grunde versucht, das, was man ohnehin hat, zu adaptieren, Frau Moser-Mörser? Ich glaube, es wird ganz allgemein bei den MOOCs und allen Open Education Resources davon ausgegangen, wer sich bedient, der bedient sich. Und wenn dann, weiß ich, 90% aufhören oder einen Kurs nicht beenden, ist das auch kein großes Problem. Nun, wenn Sie in einem Kontext arbeiten, in dem das humanitäre Völkerrecht gilt, können Sie sich das nicht leisten. Dieser Ansatz geht nicht. Das dürfen Sie auch nicht. Es gibt ein humanitäres Prinzip, das heißt do no harm. Und sie dürfen einfach nicht in diese Kontexte einsteigen und davon ausgehen, naja, wenn ich 90% verliere im Zuge meines Kurses, dann ist das ja auch nicht so problematisch. Ich habe dann immer noch 10%. Ja? Aber alle wirklich bis zum Ziel zu bringen, das erfordert schon sehr große Anpassungen und erfordert auch wirklich einen langfristigen Ansatz. Bringen Sie alle zum Ziel? Geht das überhaupt? Ja, wir haben im Dezember von der Skalierung will ich momentan nicht sprechen, aber wir haben im Dezember bis auf einen Studenten in Dadaab alle durchgebracht. Aha. Aha. Aber sicher, da steckt sehr viel Kleinarbeit dahinter. Ja. Aber das sind Modelle, die man eben dann auch wissenschaftlich analysieren muss und sich fragen muss, okay, wo kann man dann noch vielleicht ein bisschen effizienter arbeiten? Und ich glaube, da kommt wirklich das Empowerment der Flüchtlinge herein. Wie kann man sie weiterbilden, damit sie dann selbst vor Ort eben unterstützend eingreifen können und somit ein echtes Modell entsteht, in dem dann wirklich, wie ich spreche, eigentlich sehr ungern von Hilfe, das ist ein Wort, das ich praktisch nie verwende,
genauso wenig wie ich Teaching nie verwende, sondern nur Learning. Das sind einfach Einstellungssachen, die man mitbringen muss, wenn man in solchen Kontexten erfolgreich arbeiten will. Herr Seibold, dann Herr Burg und dann Frau Weil. Ich glaube, hinter dieser Frage, was ist eigentlich mit diesen Materialien, passen die so? Das ist eigentlich wirklich der Teil vom Eisberg, der überm Wasser ist, und da ist ein Riesenteil unten drunter unterm Wasser. Und der Teil, der unten drunter ist, dass sich ja jetzt eigentlich gerade global die Art, wie Menschen lernen und nicht lehren, radikal ändert. Nämlich eigentlich wieder hin zu etwas, was wir mal erfunden hatten im 18. Jahrhundert mit Humboldt, nämlich eigentlich tatsächlich sich selber zu erfahren und zu lernen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Thema darunter. Und dann wird es, glaube ich, auch wieder spannend, wenn man wieder schaut, warum sollten da eigentlich deutsche Unis irgendwas machen. Ich glaube, weil sich ganz radikal auch die Art ändern wird, wie überhaupt deutsche Universitäten selber ihre Lehre machen werden. Und dann wird es eine Bereicherung sein, und nur dann wird diese Bereicherung auch funktionieren, wenn die diese Diversität aufnimmt. Also gar keine Inhalte mehr machen. Inhalte werden in Zukunft dezentral von unten gebaut werden, von wem auch immer. Das heißt, jeder Einzelne baut sich im Grunde seine eigenen Inhalte zusammen. 7 Milliarden Lehrer. Hat es die P2P-University mal genannt, ein sehr spannendes Experiment. Und dann spielt es eben keine Rolle mehr, wo die Inhalte entstehen, weil sie eben vor Ort bei jedem Einzelnen entstehen. Herr Burg. Ja, dem muss ich widersprechen, was jetzt die Hochschulangebote angeht, ob Master- oder Bachelorkurse. Da kann man das nicht so machen, dass man wild sozusagen sammelt, welche Angebote dahinterstehen. Ich möchte auch noch mal sagen, ein paar Widerstände sowohl in Afrika als auch in Deutschland sind bei den Dozenten auch darin, in 2 Punkten noch zu sehen. Der Riesenaufwand für 15 Minuten Video braucht ein Dozent mindestens einen Tag. Das müssen die investieren, für 15 Minuten eine kleine Lerneinheit, wenn sie mit Audio und Video arbeiten. Und das Verhalten sowohl in Deutschland, aber auch auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, der Dozenten ist da noch nicht drauf eingestellt, diesen Aufwand zu leisten. Die haben die Lehrbelastung. Also da möchte ich ein bisschen widersprechen. Da sind auch viele Dinge noch dahinter. Das Zweite, wo ich ein bisschen widersprechen möchte, ist die großen Zahlen. Wenn Sie jetzt ein Masterangebot haben oder eine ganz gezielte Gruppe in einem E-Center, in einem Flüchtlingscamp, da müssen Sie eine kleine Gruppe haben. Wenn Sie einen Chat machen, mehr als 10 Leute kriegen Sie in einem Chat nicht untergebracht. Da jetzt Tausende zu betreuen, ich weiß nicht, wenn man sagt, Chat, Forum und Ähnliches sind wesentlicher Bestandteil von E-Learning-Angeboten, dann kommen Sie mit den großen Zahlen ganz schnell an Grenzen. Aber Herr Burg, 10 Leute klingt jetzt nicht nach Lösung von Weltproblemen. Das bedeutet erstmal Aufwand. Das bedeutet Aufwand in dem begleitenden Tutoring. Wir nennen das Tutoring. Das heißt, da muss jemand 4 Stunden oder einen ganzen Tag, auch am Wochenende, bereit sein, auf Fragen zu antworten, sich zu engagieren. Also das heißt, dieses E-Learning ist dann nicht kostenlos. Wenn man es erstellt hat, wenn man den Content nutzen kann, dann geht es darum, die Dropout-Quote beim akademischen Bereich ist noch viel stärker wichtiger, dass man da nicht mit den hohen Quoten arbeitet. Und wenn Sie die reduzieren wollen, dann müssen Sie die einfangen. Jede Woche mit Nachfragen, mit Motivation. Das bedeutet Aufwand. Ja. Also die große Zahl ist erreichbar, aber der Aufwand ist deutlich höher. Das ist nicht alles einmal geschaffen und dann beliebig verwendbar, zumindest nicht in dem Master, Hochschulbereich, Fortbildungsbereich, den ich jetzt im Blick habe. Und ein guter Punkt ist, Open Education ist für den, der es anbietet, eben nicht kostenlos, sozusagen, wie Sie es gerade sagten, sondern unter Umständen sehr teuer. Frau Wadner. Genau. Also ich wollte doch gerne noch mal was zu deinem individuellen Ansatz sagen, also individuelles Lernen, Personalisierung von Lerninhalten ist natürlich eine ganz großartige Sache und vor allem, dass die Methoden des digitalen Lernens erlauben es dann dem Individuum auch frei zu wählen, also was interessiert mich nicht. Letztendlich aber hängt es ja vom Lernziel ab. Möchte ich mich aus- und weiterbilden oder möchte ich einen akademischen Abschluss erreichen? Und der DAAD kümmert sich vorrangig zurzeit noch um das Thema, einen akademischen Abschluss zu erreichen, sei es jetzt im Bereich des Masters oder einer Dissertation. Und wenn wir sowas erreichen möchten, müssen die Inhalte auch akkreditiert werden. Und das ist dann der springende Punkt, weil die Akkreditierungsbehörden, die dafür zuständig sind, natürlich nicht jede x-beliebige Mischung akzeptieren.
Und bei dem Schlagwort Mischung sind wir auch bei der Curriculumsgestaltung. Nämlich da sind wir vom DAAD ganz klar der Meinung, die Mischung macht's. Mhm. Hier geht es darum, gerade im Kontext digitaler Lehre und Entwicklungszusammenarbeit, mit welcher Mischformel bin ich denn da unterwegs? Was macht denn Sinn? Und die beiden Hauptingredienzen dieser Mischung sind zum einen globaler Content, also was habe ich an Basic-Content zu bestimmten Wissensgebieten, sei es jetzt Wissen im Bereich der Mathematik, im Bereich der Statik, im Bereich der Geschichte, was auch immer. Und das andere sind Wissensinhalte, die eben sogenannter lokaler Content darstellen. Lokaler Content ist für jeden relevant, weil jeder Mensch, der Lerner ist, auch einen lokalen Bezug hat zu seiner Heimat, zu dem Ort, an dem er sich befindet, zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Und aus dem Grund halten wir es für sehr, sehr wichtig, dass in dem Augenblick, in dem ein akkreditiertes Studienziel erreicht wird, man auch genau hinguckt, mit welcher Mischung die digitale Lehre dann tatsächlich zusammengestellt wird. Okay, direkte Replik von Herrn Seibold und dann ist Herr Tambor an der Reihe. Also ganz kurz zum Video. Ich wollte da nur noch mal eine Zahl, die jetzt gerade auch vor ein paar Monaten rausgekommen ist, dass inzwischen gibt es 1 Milliarde Creative Commons lizenziertes Material. Das hat sich verfünffacht in den letzten 5 Jahren und ein Drittel davon ist Videomaterial. Also, und das ist wirklich eine exponentielle Kurve und wir sind am Anfang von diesem exponentiellen Ding. Also da bin ich jetzt dann doch mal Big Picture. Aber die Frage, ist das alles akkreditiert? Gut, aber da wollte ich jetzt mal als nächstes dazu kommen. Ich glaube, dass wir hier nochmal, um nochmal da vielleicht auch nochmal für Streitgespräch, ja, nehmen wir doch jetzt mal irgendwas, wo die ganze Welt sagt, da ist Deutschland gut und was wirklich mit akademischen Abschlüssen zu tun. Nehmen wir mal wirklich Engineering Science. So. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, dass es so ist, dass jetzt bei Chiron zuerst die Leute am MIT irgendwie jetzt den MOOC machen und dann irgendwann zur RWTH Aachen gehen und dann dort weitermachen und sich das dann irgendwie anrechnen lassen. Ich finde, da ist was total schief jetzt auch aus dem Sinne von unsere deutsche Expertise ist wirklich Engineering Science. So. Und da wollen wir, dass alle Leute, die später Top-Engineers in der Welt sind, egal ob das in Dar es Salaam ist oder in Shanghai oder in Ulaanbaatar, wollen wir, dass die eigentlich sozusagen mit uns zusammen diese Sachen gebaut haben. Ja, und da sage ich auch mit uns zusammen gebaut haben, weil das MIT hat da schon sehr schnell verstanden, dass sie das inzwischen wirklich auch mit denen zusammen bauen. Und ich glaube, dass wenn wir dann noch lange sozusagen sagen, da müssen wir irgendwie aber gucken, dass das dann erlaubt ist, dann sind die Leute irgendwann woanders. Also Sie sagen einfach mal machen, nicht so fragen. Herr Tambo. Ja, ich glaube, dass mein Replik geht auch in die gleiche Richtung, dass man auch sich den Kontext immer differenziert anguckt. Die Frage des E-Learning in die afrikanischen Länder, wo wir da arbeiten, ist nicht in Frage, ob man das haben will, ob es Qualität, ob es akkreditiert. Das ist einfach Notwendigkeit, weil man da konkrete Probleme hat mit dem Ratio von Betreuer zu Studenten, der große Anzahl Ansturm von Abiturienten, die an Ausbildung haben und qualifizierte Lehrer, die dann auswandern. Das heißt, da es ist einfach eine existenzielle Frage. Da stellt man sich nicht die Frage, ob es Sinn macht, ob es akkreditiert ist oder nicht, sondern das stellt da sozusagen neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und jetzt über die Frage der Qualität, auch wie die Studenten lernen, dass sehr viele nutzen diese Inhalte. Das heißt, ob sie schon personalisierten sind oder nicht, viele Studenten benutzen schon in Internetcafé diese Inhalte als sozusagen weitere Literatur zu, was sie in Unterricht machen. Mhm. Auf jeden Fall müssen sie angepasst werden, aber die Frage stellt sich wirklich von meiner Seite nicht, ob es da ist, ob es personalisiert ist oder nicht. Wenn die da sind, werden sie auf jeden Fall schon gebraucht. Darüber hinaus, wenn man noch die Kompetenzen der Leute vor Ort stärken könnte, dass sie selber in der Lage sind, eigene Inhalte zu produzieren, das ist noch eine andere Ebene, worüber man noch später diskutieren kann. Jetzt spiele ich mal ein bisschen Advocatus Diaboli, gehe mal einen Schritt nochmal zurück, gucke auf das Thema und sage, okay, die deutschen Hochschulen, ja, es gibt einerseits Fördergelder dafür, sich da zu engagieren in dem Bereich, da macht man das auch, nimmt die Fördergelder mit, bietet da was an im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, würde man vielleicht nicht machen, wenn der DAAD oder GEZ dann nicht so engagiert wäre. Klingt ja auch gut, ist politisch korrekt, da was zu machen an der Stelle, kommt vielleicht auch was bei rum, vielleicht auch nicht. So, und auf der anderen Seite, die Entwicklungsländer,
Da sehen wir noch ein anderes Problem, was aufkommt. Je erfolgreicher dann zum Beispiel die Deutschen, aber auch andere sind mit ihren Angeboten, desto mehr machen sie die lokalen Strukturen kaputt. Desto mehr ist es so, dass die Entwicklungsländer, die Länder, in denen die Angebote wahrgenommen werden, gar nicht mehr eigene Strukturen aufbauen, in Klammern aufbauen müssen, weil die Leute hängen sich alle an ihren Computer und machen das dann nicht mehr. Also auf der einen Seite, die deutschen Hochschulen machen das so ein bisschen, weil es gerade in ist, politisch gewollt ist. Auf der anderen Seite machen sie damit möglicherweise in den Ländern vor Ort Strukturen kaputt. Total falsch, was ich sage, Herr Tambo? Ich glaube nicht. Das ist auch da so ein großes Problem, was man hat mit den Ansätzen. Wobei, wenn man mich fragt, wer ist der deutsche Ansatz für E-Learning in Afrika, ist es schwer für mich, ein bisschen da eine Antwort zu geben. Im Vergleich zu zu anderen Anbietern wie Commonwealth of Learning oder Agence Universitaire de la Francophonie, die ein Netzwerk von französischsprachigen Ländern oder ehemalige Länder von Kolonien von England. Und da tatsächlich merkt man schon, dass es unterschiedliche Ansätze. Der Commonwealth of Learning geht vielmehr um ein Training of Trainer. Die bieten selber keine Kurse an. Die meisten Programme geht, also was sie auch machen im Grunde, ja, was sie genau wie die UNU macht. Das heißt, man versucht die Leute in der Lage zu versetzen, selber E-Learning-Content zu entwickeln. Im Gegenteil, aber überwiegend, wenn man sich die Agence Universitaire de la Francophonie anguckt, man merkt, man versucht da sozusagen französische Universitäten an den afrikanischen Markt, das heißt, man macht, promoten. Das heißt, wir stellen zur Verfügung ein paar Stipendien, wir stellen ein Programm, der dich ermöglicht, einen Master zu machen, aber du musst das machen mit einer Universität in Frankreich, wo der Inhalt von Frankreich kommt. Auch die Inder haben auch ein ähnliches Modell. Das heißt, diese Gruppe. Vielleicht schöpft man sogar noch die 10% besten Studierenden ab und holt sie ins eigene Land. Für Doktorarbeit. Aber gerade, wenn man mich fragt, was ist der deutsche Ansatz? Das ist auch etwas, wo ich nicht sagen kann, weil der GIZ hat seinen Ansatz, der DAAD hat seinen Ansatz. Da ist auch nochmal so kein einheitliches Ansatz zu erkennen. Herr Seibold, Herr Burg auch, machen wir es besser als die Franzosen? Ich würde Herrn Burg vielleicht Vortritt lassen. Ich wollte erstmal widersprechen, dass wir die Strukturen in Entwicklungsländern kaputt machen. Das war ja sozusagen genau die These. Das hängt davon ab, und ich meine, da sind wir Deutschen in der Pflicht, das in einer Weise zu tun, dass am Ende von den Hochschulen in Afrika und in anderen Ländern selbstständig durchgeführt werden können. Also unser Part ist, mit unseren Ansprüchen, unserem Wissen erstmal das zu übertragen auf afrikanische Verhältnisse, jetzt in meinem Fall. Das ist schon schwer genug, weil das ist nicht 1:1. Da kann man auch nicht nur im Internet was rausfischen. Dann muss der nächste Schritt sein, wir trainieren die Trainer und die Dozenten, die Tutoren, helfen bei der Entwicklung von neuem Content. Und dann am Ende muss das aber selbstständig von den Hochschulen durchgeführt werden. Dann, wenn wir das auch als Blended Learning verstehen, alte Strukturen Präsenz, neue Strukturen kommen zu. Die vielen Studierenden in den Entwicklungsländern bedürfen viel mehr Angebote. Dann, glaube ich, machen wir keine Strukturen kaputt. Wir ersetzen genau wie in Deutschland nur herkömmliche Didaktik durch eine neue. Und wir können mit unseren auch Qualitätsansprüchen, da möchte ich ausdrücklich auch ein bisschen noch stärker darauf hinweisen, also was man da sieht, was auf dem Markt da angeboten wird an Kursen, das ist wirklich nicht unsere Qualität. Vorhin war das mit dem Automobilbereich nochmal genannt. Da müssen wir sehr aufpassen, welche Kriterien sind wichtig, einschließlich Akkreditierung, Zertifizierung, wenn wir über die Zielgruppe im Hochschulbereich sprechen. Bitte, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir brauchen Differenzierung nach Zielgruppen, die wird auf der Basisseite, wenn man die normale Bevölkerung mit E-Center bedient, anders aussehen. Da geht es mehr in die Richtung, wie ich es vorhin gehört habe. Sprechen wir aber über den Hochschulbereich mit Abschlüssen. Dann denke ich mir, brauchen wir die Akkreditierung und Zertifizierung und brauchen ein Niveau auch. Mhm. Herr Seibold. Also ich glaube schon, dass es einen deutschen Ansatz gibt. Der ist nur eben in so einer Diversität manchmal nicht genau sichtbar. Aber ich glaube, der deutsche Ansatz ist ja schon der, dass wir sagen, wir machen langfristig, themenorientiert und auf die spezifischen Bedarfe der Länder orientiert unsere Ansätze. Und deswegen machen wir eben dann wirklich pro Land eben diese 2 bis 3 Schwerpunkte, die das BMZ vorgibt. Also sagen wir jetzt mal dann eben Privatwirtschaftsentwicklung und nochmal irgendwie Energie.
und diese bearbeiten wir dann in der Tiefe und aber auch mit diesem Capacity Development Ansatz und mit diesem finanziellen Zusammenarbeitsansatz. Mhm. Und darin kommen dann jeweils auch immer wieder die E-Komponenten rein und darin kommt dann aber auch oft manchmal die Ansätze rein, wo dann, dann eben die Zusammenarbeit ja auch schon funktioniert zwischen dem akademischen Teil dann und dem, was eben die technische Zusammenarbeit macht und was die finanzielle Zusammenarbeit macht. Da ist nur sozusagen eine Diversität drin, weil es spezifisch und langfristig ist. Aber das ist eigentlich was Gutes. Und ich glaube, wenn wir das nochmal ein bisschen nutzen, was noch das ungenutzte Potenzial ist, ist, dass wir das bis jetzt zu länderspezifisch machen. Und wir haben aber oft gleiche Problemstellungen über mehrere Länder hinweg und können, wenn wir die jetzt nochmal zusammenholen können in solchen Communities online, dann können wir, glaube ich, die Potenziale auch für einen spezifisch deutschen Ansatz heben und dann kannibalisieren wir nicht, sondern dann machen wir dieses Länderlernen untereinander, befördern wir. Frau Moser-Mörser, bei InZone, jetzt könnte man sagen, Sie machen keine Strukturen kaputt, weil es gibt ja dort keine vor Ort, richtig? Doch, doch, die Strukturen gibt es und die Strukturen gibt es vor allen Dingen auch in den Wissenschaftsministerien in den Ländern, die die Flüchtlinge aufnehmen. Und wir schlagen uns genauso mit diesen Ministerien herum in Kenia, in Jordanien. Sie haben alle ihre Vorschriften und ich glaube, etwas, was ich vorher noch vielleicht noch hinzufügen wollte, war auch, dass im gesamten Bereich jetzt rund um Syrien herum in diesen Ländern die digitale Lehre überhaupt nicht anerkannt wird. Das heißt, jeglicher Lerninhalt, der digital vermittelt wird, ist nicht akkreditierbar, ja, und verbaut den Studenten auch im eigenen Land den Weg zu einem gesicherten Job. Ja, da muss man jetzt erst einmal wieder schauen, wie können wir Länder wie Jordanien und auch den Libanon davon überzeugen, dass es eigentlich gute digitale Lehre gibt und geben kann. Ja, wie können wir auch mit den wissenschaftlichen Beweisen kommen, damit wir endlich auch ein Umdenken in diesen Ländern bewirken können. Ich glaube, man muss wirklich hier ganz, ganz unten anfangen, mit kleinen Projekten, die Beweise erbringen, die eben dann auch beweisen können, wie wir wissenschaftlich als Hochschulen, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja jetzt nicht in der digitalen Lehre im Sekundar- oder im Primarbereich, ja, wir sind im Hochschulbereich. Ja. Was machen Hochschulen? Ja, Hochschulen forschen. Und ich glaube, diesen Anspruch diese Aufforderung, diesen Auftrag, den wir haben, den müssen wir eben auch in diesen Ländern und zusammen mit den Universitäten dort vor Ort durchziehen. Und ich glaube, da sind die Universitäten unheimlich wichtig. Sie ermöglichen uns nämlich den Zugang zum Bildungsministerium, ja, den wir als ausländische Universitäten nicht haben. Ich weiß nicht, ob es Ihre Universitäten haben. Nein, die Uni Genf hat keinen Zugang zum kenianischen Bildungsministerium. Ja, den haben wir nur über unsere Partneruniversitäten. Und das machen ja die Universitäten sehr gut. Ja, sie bilden Partnerschaften. Das heißt, sie können Wege eröffnen, die der Politik nicht unbedingt offen stehen. Ja, wir arbeiten praktisch parallel zur Politik, aber auf Wegen und mit Menschen zusammen, die nicht unbedingt jetzt im politischen Bereich aktiv sind. Das heißt, wir können in die Bildungsministerien jetzt und in den Bildungsministerien selbst auch ein Umdenken bewirken, indem wir qualitativ hoch und anspruchsvoll arbeiten. Ja? Nicht unbedingt Massenarbeit leisten, sondern gute Arbeit leisten, ja, damit das auch überzeugend wirkt. Und dann am Ende man die digitale Lehre insgesamt aufgewertet bekommt in den Ländern. Frau Haufe-Wartle und dann Herr Seibold. Ja, das finde ich jetzt ein wunderbares Stichwort, das Thema Partnerschaften. Also das ist für uns unglaublich wichtig. Und an der Stelle möchte ich auch betonen, dass durch multinationale Netzwerke es nicht nur darum geht, dass man Dinge, die auf Universitäts- bzw. die auf politischer Ebene gewünscht sind, umsetzt, sondern es kann auch ganz umgekehrt sein. Beispielsweise hat der DAAD mit großem Erfolg und ist auch noch dabei, einen trinationalen Masterstudiengang gefördert. Das ist die FU Berlin. Und dieser trinationale Masterstudiengang im Blended Learning Format verbindet drei Länder. Der verbindet Deutschland mit Israel und mit Palästina.
Und Sie können sich vorstellen, dass diese drei Länder im realen Raum, also die Teilnehmer dieses trinationalen Masterstudiengangs im realen Raum, niemals zusammenkommen würden. Und so haben wir wunderbare Möglichkeiten, eben auch über politische Konfliktzonen hinweg Lernräume zu schaffen und Lerninhalte gemeinsam zu erstellen, Kollaboration zu erstellen und damit auch einen wichtigen Beitrag für den Frieden zu leisten. Herr Seibold. Ich wollte nochmal auf die Frage nach den Ministerien jeweils eingehen, weil das ja jeweils auch die harte Nuss ist, mit der sich die GIZ ja auch in ihren ganzen Projekten oft beschäftigt. Wollte da aber auch nochmal darauf hinweisen, Sie haben jetzt natürlich dann jeweils, Sie können sich die Länder nicht aussuchen, Sie haben einfach die Länder dort, wo die Flüchtlinge sind. Aber man muss da auch nochmal ein bisschen schauen, die Welt ist da auch nicht so irgendwie schwarz-weiß. Also es gibt, wenn wir jetzt nochmal auf Open Education zum Beispiel zurückkommen, muss man einfach auch mal überlegen, ja gut, mit welchen Ländern kann man da vielleicht arbeiten, wo es nicht 1000 Hürden gibt, sondern wo die Länder zum Teil vielleicht schon weiter sind. Und es gibt Stand heute 19 Länder mit einer Open Education Strategie und davon ist die überwiegende Mehrzahl nicht in der nördlichen Hemisphäre. Ja? Also da sind Länder dazu, dabei wie Argentinien, Indien, Indonesien, Südafrika. Im Übrigen, die deutsche EZ arbeitet auch mit Südafrika zusammen bei der Open Education Strategie. Aber ich wollte das jetzt eigentlich jetzt nur als Beispiel erstmal nehmen, dahin, dass man sagt, es gibt da auch schon wegen des großen Drucks, den du ja angesprochen hast, gibt es in vielen Regierungen da auch inzwischen jetzt erste Initiativen und ich finde, die sollten wir stärken, weil mit denen können wir dann weiterarbeiten, wenn es um diese schwierigen Fragen wie Zertifizierung geht oder tatsächlich Qualitätssicherung, denn da gibt es ja berechtigte Bedenken, aber vielleicht ist es ein spannender Ansatz, mit diesen sozusagen Ländern und mit den Ministerien zu arbeiten, die da schon Vorreiter sind, um dann andere noch zu überzeugen. Finde ich jetzt wirklich spannend, wie Sie beide im Grunde diese Sorge, Strukturen kaputt zu machen, gewendet haben, gesagt haben, nee, im Grunde helfen wir dabei, Strukturen aufzubauen und zu entwickeln, ist das Gegenargument, Herr Burg. Ich wollte nochmal den Aspekt mehrere Länder hinzubeziehen hier hervorheben. Wir haben angefangen mit einem Projekt von der GZ mit 5 verschiedenen afrikanischen Ländern, mit sehr großem Erfolg. Dann hat sich das immer mehr hingewandert, immer nur ein Land zu sehen. Und ich möchte ausdrücklich GIZ und DAD bitten, dass wir den Schritt weitergehen, mehrere Länder einzubeziehen. Wir haben ein Projekt. Sie müssen BMZ bitten. Ja, wir haben ein Projekt jetzt mit Südafrika und Tansania oder zuvor Südafrika mit Kenia. Und vorher hatten wir Kamerun, Malawi, Ruanda auch, Tansania und Kenia zusammengebunden. Mit vergleichbaren Ansätzen, mit vergleichbaren Problemen, mit einem einheitlichen Versuch, das auf verschiedene Länder zu übertragen. Also nochmal die Bitte, egal in welche Richtung, aber im Moment geht es mehr in Richtung Dezentralisierung, was ich bei der GIZ verfolge, dass da eben dieser Mehrländeransatz nicht mehr so im Fokus ist, den brauchen wir. Mhm. Herr Tambo, dann mache ich nochmal wieder den Advocatus Diaboli. Ja, vielleicht nochmal eine Frage, zumindest einen Beitrag, ob man Strukturen vor Ort kaputt macht oder nicht. Ich denke, um diese Fragen zu beantworten, kann man sich einfach fragen, wie ist für dieses Land seine allgemeine Entwicklungszusammenarbeit-Ansatz? Weil da liegt die Antwort auf diese Frage. Das heißt, wenn man in diese Länder geht und fragt, wie schätzt du die Entwicklungszusammenarbeit, wenn man ein Kameruner, sagen wir mal so, an der Universität und fragt, wie schätzt du die Zusammenarbeit zwischen auf E-Learning-Ebene zwischen Deutschland und Kamerun, zwischen England und Kamerun oder zwischen Frankreich und Kamerun, weil es geht nicht um E-Learning. Ich meine, die Frage liegt eine Ebene unten und die allgemeine Kritik, dass man mehr oder weniger in Deutschland gegenüber Deutschland erwähnt, ist viel mehr, das sind sehr gute Sachen, aber man könnte viel mehr vor Ort. Das heißt, es ist ein Bereich, wo überwiegend, wenn man ein Projekt, sagen wir so, im Bereich E-Learning fördern wird, einen großen Teil bleibt sozusagen in Deutschland, weil es sozusagen die Mitarbeiter, die Kompetenzen, die Ressourcen vor Ort. Das heißt, wenn man diese Frage beantworten will, ihr seid in den E-Learning, ihr seid, das ist eine Frage eher, wie ist der Entwicklungszusammenarbeitsansatz des Landes? Und wenn man diese Antwort hat, dann weiß man auch, ob man da, und zusammenzufassen, man das mag viel, aber man könnte noch mehr machen. Das noch mehr noch, Strukturen genau, vor Ort genau, bilden genau. An der Stelle. Wollen Sie ergänzen? Ja, würde ich auch unterstützen. Und ich möchte nochmals auf die Akkreditierung zurückkommen, die allemal wichtig ist. Ja, es geht also nicht nur um die
um den Beweis des bereits Geleisteten, ja, und wie wir von Chiron gehört haben, da werden Ausnahmen gemacht, also bis die meisten haben ihre, also ich spreche jetzt wieder vom humanitären Bereich, die meisten haben ihre Dokumente nicht mehr oder es gehen Schmuggler wieder zurück nach Syrien, um die dort zu holen. Also solche Sachen will man jetzt nicht unterstützen, sondern will schauen, welche Alternativen wir entwickeln können. Aber schlussendlich, glaube ich, haben wir in Europa doch ein System entwickelt mit den ECTS, das sich wunderbar eignet, auch in diesem großen humanitären und Entwicklungsbereich. Also wir arbeiten ganz konkret mit diesem System, auch sehr erfolgreich mit den kenianischen Universitäten und wir werden das auch jetzt in der MENA-Region umsetzen. Das heißt, die Initiativen, die wir jetzt zum Beispiel in Azraq Flüchtlingslager starten, zusammen mit Princeton, zusammen mit MIT, zusammen auch mit EDRAC, einem MOOC-Anbieter in Jordanien, das sind alles Initiativen, die für uns beispielhaft für eine zukünftige Akkreditierung gelten. Das heißt, wir lassen die einmal anlaufen, aber schon von vornherein werden alle Inhalte dieser Initiativen mit Hinblick auf das ECTS-System aufbereitet, damit wir danach auch sagen können, ja, wir haben so und so viele Stunden, so und so viele Ziele, so das und das wurde erreicht. Und somit entspricht das genau den Anforderungen des europäischen Systems. Und ich glaube, da sind die Universitäten vor Ort schon sehr dankbar dafür, dass es ein einheitliches System gibt. Ich glaube, das ist ein guter europäischer Exportartikel, der sehr überzeugend wirkt und der auch vor Ort in dem Bildungsministerium auch sehr positiv aufgenommen wird. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man über Bologna mal so positiv reden würde. Herr Seibold? Direkt dazu? Ja, also das ist in jedem Fall wichtig und ich wollte eben was zum Thema multinationale Netzwerke nochmal sagen. Also beim DAAD spielen die eine sehr, sehr große Rolle und die werden auch zurzeit und in Zukunft noch massiv ausgebaut werden. Also das heißt, es geht zum einen eben darum, Netzwerke, internationale Netzwerke, Hochschulnetzwerke zu fördern. Es gibt auf der anderen Seite aber auch, und das ist eben im Kontext der EZ besonders relevant, Hochschulexzellenz vor Ort zu schaffen, dass wir überhaupt Infrastrukturprojekte haben beziehungsweise fördern, die zum einen Infrastruktur vor Ort, und da spreche ich jetzt nicht von der technischen Infrastruktur, da sind wir nicht direkt für verantwortlich, aber da spreche ich von den Möglichkeiten, die es im Bereich des Capacity Buildings gibt. Da geht es um Ausbildung von Dozenten, es geht um Ausbildung von jungen Wissenschaftlern, Promoventen, aber auch um Ausbildung von Studierenden. Wie kann ich mit dem Bereich, mit Selbstlernangeboten, die im E-Learning eben weltweit zur Verfügung stehen und die nicht immer tutoriert sind und individuell betreut sind, wie kann ich die mir möglichst sinnvoll eben auch in meinen für mich relevanten Wissensbereich einbauen. Das sind ganz zentrale Dinge. Und das Zweite, was im Kontext der Hochschulpartnerschaften eben auch von einer ganz wesentlichen Bedeutung ist, ist der Zugang zu Ressourcen, zu Bildungsressourcen, ist der Zugang zu Bibliotheksnetzwerken. Die gibt es vor allem in Afrika, sind die wunderbar erschlossen, aber es gibt eben sehr, sehr wenige, die überhaupt wissen, wie man diese nutzt und wie man auch diesen Zugang bekommt. Sie sind alle sehr engagiert am Diskutieren. Ich möchte noch eine Frage mit reinwerfen, bevor Herr Seibold dann dran ist, weil wir so ein bisschen auf die Uhr gucken müssen und Sie auch gleich noch dran sind. Und zwar, ich glaube, das wird ja alles nur funktionieren, unser Thema digitale Lehre rüberzubringen, wenn man so möchte, in Entwicklungsländer, wenn die deutschen Hochschulen auch was davon haben. Sonst wird das nicht funktionieren. Also ganz konkret nochmal die Frage, was haben die deutschen oder die europäischen Hochschulen davon, das zu tun? Was ist das Ziel? Geht es darum, Studierende nach Deutschland zu holen? Das Thema, wir wollen Fördergelder an die Hochschulen holen, lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ein ganz naheliegendes Ziel. Aber anderes Ziel, wollen wir Studierende an die Hochschulen holen? Wollen wir vielleicht, jetzt gehe ich global ran, wollen wir einfach Geflüchtete in ihrem Land halten, damit die nicht zu uns kommen? Warum machen wir das? Ja, also was ist sozusagen das, wo die deutschen Hochschulen, die europäischen Hochschulen sagen, da haben wir was von, das bringt uns auch was.
ich vermute, jetzt wird kommen, wir müssen unsere Lehrer auch ändern. Darum, das bringt es uns. Nein, ich glaube, das wird der Nebeneffekt sein. Aber ich würde es nochmal wiederholen. Ich glaube, wir werden überhaupt den deutschen Hochschulen wird es bringen, dass sie überhaupt in Zukunft noch an relevantes Wissen und relevante Innovation herankommen. Weil auch die Art, wie sich an den Hochschulen Forschung und forschungsnahe Innovation also doch gerade abschöpfen passiert, von Innovation. Nee, nicht abschöpfen, sondern teilen. Und da bin ich nämlich gerade beim Thema tatsächlich dann, wie wird eigentlich so eine tatsächlich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. So, wenn wir jetzt Ingenieurstudiengang haben und die arbeiten im Bereich Energie und die arbeiten im Bereich ganz spannende Sachen bei Biogastanks, dann machen die das bis jetzt eben irgendwo an ihrer Schule, Hochschule oder Fachhochschule. Was ist, wenn im Moment gerade einer von den 5000 Experten auf energypedia.info in dem Wikipedia-Eintrag dort genau die spannendste Forschungsansatz oder vielleicht sogar Lösung einstellt und der kommt gerade aus Ghana? So, da gibt es nämlich auf Energypedia gibt es einen Dreiseiter, sehr technisch, zur Herstellung von Biogastanks. Und ich glaube, dass in Zukunft viel mehr so etwas passieren wird, dass eigentlich die Lösung für diesen Biogastank in Ghana kommen wird oder ein entscheidender Teil davon und dass wir dann eine deutsche Hochschule haben, die aber vielleicht, sagen wir mal, mit sehr großem Aufwand schon eine ganz andere, sehr gute Detaillösung hat. Mhm. Und wenn wir die beiden zusammennehmen, dann haben wir gewonnen. Mhm. Herr Burg. Also offenes Wissen, ja. Und aber nur nochmal, das hat dann nichts mit Gutmenschentum zu tun, sondern dann brauchen wir nämlich auch eine neue Art, wie dann so ein Wissen dann auch wiederum geteilt wird. Also da sprechen wir dann wirklich von so Sachen. Da stimme ich Ihnen auch eben zu. Ich sage also, es muss was drin sein für die Hochschule. Genau, aber es wird nicht direkt Geld drin sein. Es wird mehr Wissen drin sein. Mhm. Herr Burg. Zwei Anmerkungen. Das eine ist, wir müssen auch immer erstmal schauen, was unsere Partner in den Entwicklungsländern wollen. Wir haben zum Beispiel mit 10 afrikanischen Universitäten die Fragen gestellt, wie können wir implementieren mehr Anteile an E-Learning? Da waren die Top 3. Das erste, wir brauchen eine Strategie. Gilt genauso für Deutschland auch. Das zweite, wir müssen das Verhalten der Dozenten ändern. Gilt für uns auch. Und das dritte, das ist jetzt der Bogen zu dem, was Sie gefragt haben. Wir müssen Indikatoren haben, um den Mehrwert dieses E-Learning für alle aufzuzeigen. Jetzt möchte ich an unserem konkreten Beispiel der Hochschule zeigen, wie das aussehen kann. Wir haben mit GIZ und DAD Pilotprojekte E-Learning, Mobile Learning gemacht. Und jetzt fragt mich gerade aktuell meine Hochschulleitung, ja, können wir das nicht auch für uns nutzen? Wir sind also jetzt im Moment mit den Projekten, die gefördert sind, weiter in dem Kontext, bei mir jetzt Gesundheitswesen Afrika. Und jetzt geht der Transfer in Richtung eigene Hochschule. Ja, was macht ihr da eigentlich? Und jetzt ganz aktuell, die nächsten 3 Wochen bin ich jetzt ständig dabei, zu sagen, wir machen das und wenn ihr das auch machen wollt, wir können euch unterstützen, wir können trainieren. Also das ist nicht einseitig. Also es kommt zurück. Es kommt zurück und bei uns ganz konkret. Mhm. Frau Moser-Mörser, dann Herr Tambo. Ja, ich sehe das also nicht nur im Sinne von, was wir Reverse Innovation nennen. Ich sehe das auch wirklich als eine gemeinsame Innovation. Ganz große Geschichte. Wir haben 2013 mit Lernlabors in 2 Flüchtlingslagern begonnen, die ich zusammen mit einem kenianischen Entwickler entwickelt habe. Die waren erneuerungsbedürftig. Der Auftrag kam aus Genf. Es gibt eine Organisation, La Genève Internationale. Das heißt, es sind die gesamten Hochschulen in Genf, aber zusammen auch mit der UNO und anderen Firmen. Die Flüchtlinge haben ein Video zusammengestellt in Kakuma, also das sind alles die Kriterien, die wir brauchen für unser Lernlabor. Das Video ging nach Genf, wurde in einem öffentlichen Hackathon, wo hunderte von Menschen dabei waren, vorgestellt. Wir haben mit IDEO zusammengearbeitet und haben also nach 2 Stunden so ein Innovationsprogramm durchlaufen lassen. Die Projekte wurden dann in Genf, 12 Projekte aufgeschlüsselt, wurden jetzt zurück nach Kakuma geschickt, zu den Flüchtlingen. Die hatten dort 3 verschiedene Sitzungen im gesamten Lager. Das wurde überprüft, mit Kommentaren nach Genf zurückgeschickt. Und dort wird jetzt eine Feasibility Study eingeleitet für das, also von den Flüchtlingen ausgewählte Projekt, in dem sie aber noch weitere Verbesserungen angebracht haben. Ich finde, was an der digitalen Lehre und am digitalen Teilen so wichtig ist, ist wirklich, wie können wir das Teilen reell durchziehen. Ja? Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt schicke ich es mal dorthin und dann schicke ich es mal dorthin und irgendwann einmal werden alle davon profitieren. Wie können wir, und das ist ja die große Möglichkeit des Digitalen, wie können wir nicht nur asynchron, sondern auch mal synchron fast schon arbeiten? Mhm. Ja? Wie können wir jetzt über Skype, ja, können wir doch mal jemanden da einbinden als Unterrichtenden? Wir haben in unserer letzten
Summer School Higher Education Emergencies, hatten wir einen halben Tag Unterricht aus Kakuma. Wir hatten einen Flüchtling, der die Studenten in Genf unterrichtete, einen halben Tag lang. Ja, ich meine, die Vorbereitung dazu ist natürlich sehr langwierig, aber ich würde wirklich sagen, ein großer Vorteil der digitalen Lehre ist ja eben auch mal, das synchron zu machen, ja, und wirklich zusammenzuarbeiten. Herr Tambo, ja. Frau Wadl und dann sind Sie dran. Ja, ich führe auch immer wieder, für mich das E-Learning gehört zu diesem größeren Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. So, was ist der Mehrwert, um diese Frage zu antworten? Einfach um damit nicht viele Leute sich in gefährliche auf diese Schleuserbande, das heißt, Syrien ist vielleicht der Extremfall, aber es gibt auch viele Flüchtlinge in Entwicklungsländer, die kommen, weil die da keine Perspektiven haben. Das heißt, dass Hilfe zu Selbstbildung ist sozusagen das Beste, was man in dieser Entwicklungszusammenarbeit machen kann, damit die Leute Perspektiven irgendwie bekommen. Das heißt, warum man das macht, das heißt, dass der Mehrwert wäre einfach um diese Ebene, wie gesagt, diese Flüchtlingsproblematik ist ein. Das zweite sind auch, wir leben in einer globalen Welt. Wenn ich unsere Themen nehme, Umwelt, was wir hier an der UNU behandeln, warum sollen wir E-Learning nutzen, um Umweltthematik in Entwicklungsländern zu fördern? Weil wenn man die Wald sozusagen in Gabon da irgendwie abholzt, dann hat es auch sozusagen Konsequenzen hier in Deutschland. Das heißt, wir leben in einer globalen Welt, die Sachen sind vernetzt, sie sind und gerade alleine auf dieser Ebene, um später nicht die Probleme noch viel größer zu haben, wenn man gerade diese Tools, ich sehe E-Learning erst als Tools im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit, wenn man das nutzen kann, um eine bessere Welt zu schaffen, dann wäre das gut. Etwas, der auch sehr wenig hier gesprochen worden ist, was ich auch eigentlich wichtig finde, ist auch in diese Entwicklungsländer die Frage des Curriculum, weil das hilft auch nicht viel. Wir sprechen überwiegend, wenn man von E-Learning spricht, in klassische Formalbildung-Kontext. Aber wenn man sich viele dieser Länder sieht, man sieht die Arbeitslosigkeit, die Quote Arbeitslosigkeit. Du kannst E-Learning nutzen für ein Curriculum, wo im Endeffekt am Ende der Student keine Perspektiven hat, dann das löst auch nicht das Problem. Und da fehlt mir auch gerade, ich bin selber im E-Learning-Bereich seit mehreren Jahren, da fehlt auch der innovative Ansatz. Wie könnte man zum Beispiel E-Learning in Vocational, gerade in afrikanischen Ländern, wo man viel mehr praktische Sachen erwerben sollte, damit man sozusagen Geld verdienen kann und seine Unabhängigkeit. Da fehlt mehr oder weniger die Innovation, um sozusagen der richtige Zweck, weil E-Learning, um eine Bildung zu haben und später arbeitslos zu sein, das bringt nicht viel. Aber wie man Informationen, Kommunikation, Technologien nutzen kann, um gerade konkrete Probleme wie diese Joblosigkeit in Perspektive zu bieten, da fehlt auch ein bisschen die Innovation. Ja. Frau Wadle und dann, oder hat es sich erledigt? Nee. Ich hätte ganz so kurze Anmerkung. Es gibt sogenannte E-Center in Südafrika, die so wirklich an der Basis in kleinen Städten, gerade für die Leute, die jetzt junge Leute arbeitslos sind, die dort Angebote machen. Ich glaube, wir sollten da auf der akademischen Ebene vielleicht über E-Akademien reden, aber konkret, was Sie haben, diese E-Center, ein bisschen was habe ich bei Ihnen rausgehört, dass Sie das auch in den Flüchtlingsbereichen machen, Ansprechstellen, wo die Leute hinkommen können, auf niedrigem Niveau, einfache, zielgerichtete Angebote. Also es gibt das, in Südafrika ist das E-Center weit verbreitet. Wir wollten in Kenia schon mal einen Versuch machen, aber ich glaube, das ging in die Richtung, das wäre die Antwort auf das, was Sie auch wollen. Ja, ich wollte nochmal auf das eingehen, was Perspektiven betrifft. Also Perspektiven schaffen natürlich zum einen für die Menschen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern sich aufhalten, zum anderen aber auch für die Menschen in Deutschland, also für die Studierenden, für Lehrende in Deutschland. Das sind ganz spannende Perspektiven, die sich auftun, wenn ich es mit einer Internationalisierung at home zu tun habe, wenn ich über Hochschulpartnerschaften wirklich jedem Student die Möglichkeit biete, innerhalb eines internationalen Klassenraums zu kommunizieren mit Menschen auf der ganzen Welt. Und das bietet einen unglaublichen Lernzuwachs. Damit kann ich das Wissen verdichten, damit kann ich Erfahrungen sowohl von Nord nach Süd als auch von Süd nach Nord tragen und dann hoffentlich auch, wenn es denn so gewollt ist, in Form von entsprechenden Thinktanks auch möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Mhm.
Jetzt gehen wir ins Publikum und zuallererst gehen wir zu unserem Twitter-Korrespondenten Jöran Mus-Mehrholz, der in der ersten Reihe sitzt, und gucken, ob es seitens des Twitter-Hashtags, den wir eingerichtet haben, irgendwelche Fragen oder Kommentare gibt. 15 Fragen. Ich versuche mal nur ein paar rauszunehmen und zu blocken, dass man es zusammen sehen kann. Es gab auch ein paar einzelne Anmerkungen, die sehr schön waren. Ein Tweet gerade eben von Andreas Wittke auf die Frage, warum sollten deutsche Hochschulen open werden? Er schreibt, weil es ihr Bildungsauftrag ist. Das ist ganz einfach. Wir haben einige Fragen, die man gruppieren kann zum Thema MOOCs, Abschlüsse, Zertifikate etc. Daniela Kinkel fragte, ob es Erfahrungswerte gibt zu den Erfolgsquoten, wie man das überhaupt messen kann, wenn es Open Education Angebote sind. Und Andreas Wittke und Julius Friedrich stießen ins gleiche Horn und fragten, sind die Teilnehmer ihrer Erfahrung nach überhaupt interessiert an Abschlüssen? Ihrer Erfahrung nach ist es teilweise genau im Gegenteil so, dass es gar kein Interesse gibt oder Abschlüsse schon da sind und es ergänzende Angebote sind. Dann nehmen wir das erstmal mit nach vorne. Wer mag darauf antworten? Es muss jetzt nicht jeder darauf antworten, sondern wer weiß Bescheid? Wie sieht es aus mit den Statistiken? Herr Burg. Keine Statistik, aber alle Erfahrungen mit vielen afrikanischen Ländern zeigen, dass jeder möchte einen Abschluss haben. Ohne Zertifikat und möglichst ein Diplom oder noch höherwertiges gibt es auch keine Promotion, keine Fördermöglichkeit. Also meine Erfahrung ist, durchgängig und jetzt in der mittleren Bildungsschicht, ohne Abschlüsse ist es nichts oder wenig wert. Möchten Sie ergänzen? Ja, und wenn Sie dann mit den Open Educational Resources arbeiten wollen, dann heißt es, Sie müssen die akkreditieren können, Sie müssen die zertifizieren können. Wir haben gerade jetzt einen ersten Versuch gestartet und sind jetzt im Beta-Test mit einer Organisation, die nennt sich disasterready.org, ist einer der größten Anbieter für Kurse für humanitäres Personal auf der Welt. Und wir haben ganz systematisch das Humanitarian Starter Pack durchgegangen. Das sind, glaube ich, 10 Module, die wir alle nach einem ganz konkreten Verfahren jetzt auch mit den ECTS belegt haben. Und wir sind jetzt gerade, wie gesagt, im Beta-Test und da werden dann auch die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, das ist außerordentlich wichtig. Ich gebe dem Herrn Borg recht. Mhm. Bleiben wir dabei erstmal und jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von den Twitter-Usern zu den Usern hier im Raum sozusagen, den Zuschauern hier im Raum. Haben Sie Fragen, haben Sie Anmerkungen? Frau Schünemann ist so nett, hat gerade das Mikro gegriffen. Vielleicht sagen Sie ganz kurz Ihren Namen dazu und an wen Sie, wenn es eine Frage ist, Sie richten. Ja, mein Name ist Friedrich Fuß. Ich habe, weiß ich nicht, wer die Frage beantworten kann. Das sehen Sie dann anhand der Frage hoffentlich. Und zwar geht es mir um das Thema Qualität, Qualitätssicherung. Normen. Wer macht das? Gibt es da einen Konsens unter allen Betreibern? Ist das egal? Geht es nur darum, okay, wir haben irgendwie einen Stoff? Das würde mich schon interessieren. Mhm. Herr Tambo. Ja, Sie sprechen da gerade einen sehr, sehr wichtigen Aspekt in Anbetracht der Fülle der Content, der Inhalte, die im Internet kursieren, muss man schon so eine Kriterien entwickeln, was ist ein gutes Material und was nicht. Und hier im Haus hosten wir sozusagen eine Initiative, der gerade diese Frage widmet. OpenECB Check, das ist ein Konsortium aus internationalen Organisationen, FAO, GIZ, Weltbank, der sich gerade sozusagen einen Katalog, ein Rahmenwerk entwickelt, wie soll ein guter E-Learning-Kurs aussehen? Das heißt, das ist ein Assessment-Tools, die man nutzen kann, um seinen Kurs zu evaluieren, aber die man auch nutzen kann, um seinen Kurs zu entwickeln. Was muss man beachten, wenn man gerade einen Kurs entwickeln sollte, der internationale Standard beziehungsweise? Und am Ende, wie gesagt, es gibt auch diese Zertifizierungsmöglichkeit, dass wenn man einen Kurs entwickelt hat, dass man sich durch so einen Akkreditierungsprozess ein gutes Siegel bekommt. Jetzt, Herr Seibold wollte ergänzen, Herr Burg, aber ganz direkt dazu. Ja. Es gibt eine Initiative vom DAD, dass jetzt für den afrikanischen Kontinent ein Qualitätshandbuch für E-Learning geschaffen wird. Das ist schon ziemlich weit mit der Förderung des DAD. Das geht in die ähnliche Richtung, aber da muss was passieren. Meine großen Bedenken sind, dass die Qualität auf der Strecke bleibt, wenn da nicht viel passiert. Herr Seibold.
Ich wollte nur ein bisschen Promo machen. Quality for Digital Learning ist nämlich die Community, die jetzt aus dem letzten MOOC zum Thema Quality in Digital Learning, die eben die ganzen Organisationen zusammen gerade gemacht haben mit 1700 Teilnehmern, ist gerade zu Ende gegangen. Und da hat sich jetzt auch eine Community gebildet. Denn, ich sage jetzt auch bei dem Thema Qualitätssicherung, wir Deutschen sind da echt super konservativ. Ja? Also wenn man jetzt nochmal aus der Open Education Ecke da ein bisschen drüber nachdenkt, da haben andere jetzt wirklich sehr spannende Ansätze gemacht, auch die Qualitätssicherung in den MOOCs zu crowdsourcen zum Beispiel. Oder wenn wir uns Wikipedia anschauen, ich meine, wo jetzt auch lange Diskussionen waren, stimmt das eigentlich, was da drin steht? Und irgendwie ist es doch so, dass immer die 50 schlauesten Leute der Welt den Artikel angucken und dann ganz schnell wieder zurückändern, wenn da jemand Quatsch reingeschrieben hat. Ich sehe so etwas zunehmend auch für den Bereich von digitalen Lernen. Zumindest bei den relevanten Sachen. Bei den nicht relevanten Sachen steht auch oft Quatsch drin. Aber ja, das glaube. Aber ich meine, bei 5 Millionen Artikeln, da kann das dann schon nochmal da sein. Also auch da nochmal das Plädoyer, auch da nicht die Innovation zu vergessen, die auch in der Qualitätssicherung drin ist. Ja. Frau Moser-Mörser. Ganz kurz noch zur Qualität. Und das ist in diesem MOOC leider zu kurz gekommen, bei dem ich auch dabei war. Qualität ist auch sehr kontextabhängig. Ja? Sie können mir den besten MOOC hinstellen mit wunderbaren Videos, aber wenn ich den Flüchtlingslager nicht runterladen kann, dann ist nämlich die Qualität zu Ende. Dann ist nämlich kein Zugang mehr. Ja? Oder wenn die Quiz auf Englisch so abgefasst sind, dass Nuancen ausschlaggebend sind dafür, dass ich eine Frage beantworten kann als Student, dann hat das für mich wirklich nichts mehr mit Qualität zu tun. Dann hat jemand nicht überlegt, ja, wo das hingeht. Ich bin also wirklich vom humanitären Ansatz her, vom Flüchtlingslageransatz und vom Flüchtlingskontexten her sehr, sehr streng dort. Und dort sehe ich überhaupt kein großes Interesse momentan. Und dafür möchte ich ganz gerne eine Lanze brechen. Ja, es gibt sehr viele gute Open Educational Resources, aber die Anpassung, die da vorgenommen werden muss im humanitären Kontext, ist oft enorm. Und da muss auch die Mehrsprachigkeit herein, da muss die Relevanz eine größere Rolle spielen in diesen Kontexten. Und da muss man sich einfach schon ein bisschen länger überlegen, ob das wirklich eine Demokratisierung des Bildungswesens ausmacht. Ja, das ist es nämlich nicht in diesen Kontexten. Wir sammeln jetzt ein paar Fragen und nehmen die alle zurück. Sie waren als nächstes. Ja, Ralf Herrmann vom Projektträger DLR, Internationales Büro des BMBF. Ich habe mit großem Interesse gehört, dass sich die Diskussion jetzt zum Thema Qualitätssicherung jetzt doch sehr viel kohärenter darstellt, dass die Bedeutung von Qualität da nochmal hervorgehoben wurde. In einem entwicklungspolitischen Kontext sollte man auch daran denken, dass ja die Anbieter in den Entwicklungsländern, von denen wir sprechen, ja unter massivem Druck nicht nur demografisch stehen, sondern auch gerade im Bereich der postsekundären Bildung unter stärkerem Druck dadurch, dass ja Instrumente wie die Millennium Development Goals durchaus Erfolge gezeitigt haben, nämlich mit einem stärkeren Durchsatz durch Primary and Secondary Education und dadurch natürlich auf die High-End-Skills noch viel, viel, viel mehr Druck ausgeübt wird. Das heißt gleichzeitig aber auch, dass natürlich dann Lücken entstehen, genau da, wo Akademikerinnen, Akademiker Jobs suchen. Da würde ich jetzt ganz gerne an Herrn Tambo nochmal anschließen. Und vielleicht auch an Frau Haufe, die das kurz erwähnt, der lokale und globale Content. Ja. Der entscheidende Punkt ist am Ende tatsächlich auch zu schauen, was wird wirklich gebraucht und wie wird Beschäftigungsfähigkeit angesteuert und wie werden durch digitale und lokale Angebote, also letztlich durch Blended Learning, Möglichkeiten auch geschaffen für Wissenstransfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft der Länder, für Gründerinitiativen, für Know-how in den klassischen Bildungseinrichtungen, also Hochschulen zum Beispiel, weil wir ansonsten genau diese Situation haben, wie das in subsaharischen Ländern oft der Fall ist, aber auch natürlich ganz massiv in der MENA-Region mit Massenarbeitslosigkeit exponentiell wachsend mit dem Bildungsgrad. Also ganz entscheidende Frage, das geht ja so ein bisschen gegen das, was Herr Seibold vorhin mal sagte, wir kommen wieder zurück zum Humboldt, ja. Eben an der Stelle nicht, weil ganz stark gefragt wird, nicht Bildung um der Bildung willen, sondern was brauchen wir jetzt wirklich für Bildung? Also ein, ich sag mal, pragmatischer Bildungsbegriff an der Stelle. Wir gehen weiter. Ja. Der Preisträger. Vielen Dank, Vincent Zimmer von Chiron. Vielleicht dazu eine kurze Anmerkung, dass die Digitalisierung ja nicht nur Chancen bietet für im E-Learning-Bereich, sondern auch im Bereich Beschäftigung, weil ich muss heute nicht mehr meinen Standort wechseln,
um einen Job zu bekommen. Und wenn wir dann digitale Infrastruktur in diese Länder bringen, bringen wir auch die Möglichkeit zum Beispiel für E-Commerce oder auch für Startups im digitalen Bereich. Meine Frage geht aber in einen anderen Bereich, und zwar, wenn wir uns den Forschungssektor anschauen, dann sehen wir ja ein System, wo Qualität gesichert wird, vor allen Dingen eben über Publikationen und Peer-Review-Verfahren, und das eben nicht staatlich dominiert. Das heißt, es gibt kein deutsches Handbuch, wo es drinsteht, so sieht gute deutsche Forschung aus. Und ich frage mich, warum hören wir jetzt auf dem Podium dann viel, viel Länderdenken und viel, viel, Sie haben es angesprochen, es müssen jetzt deutsche Hochschulen den Content im Ingenieursbereich liefern. Es ist ganz, ganz schrecklich, dass der vom MIT-Bereich kommt. Oder wir müssen uns, also das Problem haben wir übrigens gerade auch selber, dass wir uns mit dem iranischen Bildungsministerium rumschlagen, weil die tatsächlich nichts anerkennen. Aber unser Ansatz ist dann, warum müssen wir dann jetzt unser Material an die lokalen Gegebenheiten, an die lokalen Länder vor Ort angreifen? Ist es nicht viel, viel klüger, von der Forschung zu lernen, sozusagen internationale Kooperationen, internationale Standards zu entwickeln? Und die Länder, die werden sich anpassen müssen, weil der Druck einfach so groß ist. Es würde jetzt niemand auf die Idee kommen, jetzt ein deutsches, in sich geschlossenes Forschungssystem zu proklamieren, sondern genau das wäre meine Frage. Warum also von der Forschung lernen, von der Forschung lernen. Ich glaube, da hinten gab es noch, jetzt sind Sie ja gerade wieder zurück, aber gab es da noch irgendeine Wortmeldung da hinten? Nee? Dann nehmen wir Sie noch dazu und dann gehen wir aufs Podium zurück. Vielen Dank. Mein Name ist Clément Compaoré, ich komme aus Burkina Faso und Doktorand an der LMU München. Ich hätte meine Frage bezieht sich auf die, also wenn man sich anschaut, die MOOCs sind, man hat den Eindruck, die sind überwiegend so gestaltet, dass man das für Selbstlernen, man lernt dann sozusagen allein. Und meine Frage ist, wie geht man damit um, dass man, also man weiß ja auch aus der Sicht der Didaktik, Mediendidaktik, dass Lernen auch ein Gruppenprozess ist. Wie gehen Sie mit diesem Problem um? Also weil die Lerner, sie müssen ja nicht nur mit dem Inhalt interagieren, sondern sie sollen auch in Gruppen arbeiten. Wie geschieht dann sowas, werden dann zum Beispiel 100 Leute online sind? Also, die Frage der Vernetzung zwischen den einzelnen Lernenden ist der genau, Punkt. Genau, das ist mein. Ja, dann gehen wir zurück. Herr Burg, Sie können direkt auf die Frage antworten. Wir lösen das in zweierlei Hinsicht, dass auch die Interaktion in den Gruppen stattfindet. Einmal in den Chatrunden, einmal im Forum, einmal über sogenannte Gruppen-Assignments. Das heißt, da bilden wir kleine Gruppen und sagen, ihr fünf bitte, da gibt es einen Gruppensprecher, ihr arbeitet jetzt aus verschiedenen Ländern zu dem Thema zusammen und bringt dann die Ergebnisse zusammen. Zweiter Ansatz, Blended Learning heißt ja auch immer, man trifft sich wieder. Also bevor das losgeht, machen wir ein Start-up, wo wir auch ein Stück weit Gruppendynamik, Teamarbeit bereden, wo die sich auch kennengelernt haben, dann fällt es leichter später. Also Blended Learning ist ein Ansatz und eben gemeinsame Aktivitäten, ob das im Chat ist oder mit Gruppen arbeiten, wären Beispiele. Ja, ich wollte zu der ersten Frage was sagen. Also zur Frage der Beschäftigungsfähigkeit. Genau, ja. zur Frage der Beschäftigungsfähigkeit. Und zwar, wir beim DAAD glauben, dass es in Zukunft noch wesentlich davon abhängen wird, inwieweit Private-Public-Partnerschaften sich etablieren können, gerade auch im Kontext des digitalen Lernens, ob Programme Erfolg haben werden. Und im digitalen Lernen ist es eben ganz stark davon abhängig, ob ich mich in einem strukturschwachen oder in einem sehr strukturreichen Gebiet befinde. Und für die strukturschwachen Gebiete würden wir gerne auch Programme unterstützen, die solche innovativen Private-Public-Partnerschaften voranbringen und die dadurch auch den Hochschulen in diesen strukturschwächeren Gebieten Alleinstellungsmerkmale verschaffen, die sie einzigartig macht und damit natürlich auch global visibel. Herr Seibold, und vielleicht beantworten Sie doch auch gleich meine Frage mit, ob das, was wir jetzt da diskutiert haben, wir müssen für die Beschäftigungsfähigkeit Bildung anbieten, ob da dann die schöne, freie, feine Bildung unter die Räder kommt dann. Okay, also das ist, glaube ich, aber sehr schwer in zwei Sätzen. Ich versuche es trotzdem nochmal. Wenn ich Humboldt richtig verstanden habe, hat er ja erstmal gesagt, wir verstehen uns nur, indem wir die Welt bearbeiten irgendwie. Und das Interessante ist, dass das jetzt im Digitalen eben halt zurückkommt, weil wir bearbeiten die Welt, indem wir mit anderen unsere Realität konstruieren. Und das ist diese Co-Construction, die Sie erwähnt haben. Und das ist, glaube ich, ganz viel, was hier gesagt worden ist. Das heißt, das ist jetzt noch nicht mal von mir, obwohl ich das Bildungsideal sehr mag, das war jetzt noch nicht mal auf
darauf, dass das völlig l'art pour l'art ist, sondern ich glaube im Gegenteil, dass wir auch im Bereich beruflicher Bildung auch sehr stark eben wieder auch nochmal eine andere Art berufliche Bildung haben werden in Zukunft. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten. Und ich wollte sagen, es ist auch nicht so, dass die deutsche EZ da nichts tut. Wir haben große Berufsbildungsprogramme, wo auch tatsächlich Digitalisierung immer eine Rolle spielt. Das ist dann nur oft so, dass die Frage der Beschäftigungswirkung und der Digitalisierung, die muss man genau angucken, wann das dann wirklich auch beschäftigungswirksam ist. Also wir haben auch Innovationszentren, die wir unterstützen und wo wir Startups unterstützen. Da ist nur dann die Frage immer, schaffen die dann auch die tausende Jobs oder sind die tausenden Jobs vielleicht wirklich auch nochmal darin im Straßenbau? Also so, das sind dann wirklich schwierige Sachen, wo man dann eben dann auch tatsächlich als deutsche Entwicklungszusammenarbeit sehr stark vom Partner aus denkt. Das heißt, man fragt dann die Ukraine, wo seht ihr gerade die Beschäftigungsförderung, macht dazu Studien und guckt dann, ob das dann der Straßenbau wird oder die Digital-Startups. Ich sage, man sollte jetzt nicht gegeneinander ausspielen, sondern man müsste beides machen und noch viel mehr. Aber das ist eine schwierige Diskussion, wollte ich nur damit andeuten. Herr Tambo, und offen übrigens ist noch die Frage, können wir was von der Forschung lernen in dem Gebiet? Ja. Ich denke mal, der klassische Ansatz der MOOC für mich adressiert eher so einen formalen Lernkontext, wo man eine Vorlesung macht und gehört das zum Curriculum. Aber das Problem der Beschäftigung ist woanders, ist wirklich Problem-Based Learning. Wie entwickelt man ein Curriculum, beziehungsweise ist ein Curriculum die ideale Form, die man braucht, die klassische Formal-Curriculum, die man braucht, um diese Beschäftigung. Das heißt, da E-Learning, am Ende, wenn man die Frage gelöst hat, wie soll man die Curriculum entwickeln, dass es Beschäftigung gibt, dann könnte man E-Learning nutzen, um das zu unterstützen. Das Problem für mich liegt ein bisschen woanders. Und da sehe ich auch ein bisschen schwarz, weil ich denke mal, das sind Probleme, die Betroffenen selber, wo die Innovation selber von den Betroffenen kommen sollen. Im Bereich Digitalgesellschaft, wenn man sich mobile, der Ansatz von Mobile Banking, Mobile Learning, da ist schon diese Denkweise. Ich meine, die Innovationen kommen vielmehr aus dem Süden, aus der Not. Dann haben sie innovative Wege gefunden, wie man mit Mobile Geldtransfer machen kann, weil man kein Bankkonto hat. Und gerade diese Innovation in den Lernbereich, der sehr stark geknüpft ist an Beschäftigung, weil ich denke, kaum jemand, der hier hat, der nicht diese Probleme hat, von, sagen Sie, existenzielle Probleme, sich Gedanken machen wird. Meistens geschieht das in Forschungsprojekten, aber was man in Forschungsprojekten die Realität hat, das ist nochmal was anderes. Deswegen denke ich mal, da wird schon kommen, dass die Leute vor Ort in diese Entwicklungsländer sich diese E-Learning-Tools reappropriieren und so neue Art, wie sie das konsumieren. Und MOOC ist, ich meine, das betrifft schon, dass man kann massiv Bildung machen, aber das Kern, das Problem, wie gesagt, löst das nicht und vielleicht in Zukunft, und das ist auch ein Ansatz, wie die Entwicklungszusammenarbeit, wo man auch einsetzen kann, um das zu stimulieren, dass man sozusagen diese Innovation da, dass es sowas entsteht, was man in den Mobilbereich hat, gesehen hat, dass man auch in anderen, in Lehre das auch sieht. Jetzt haben Sie eine Frage mit beantwortet, die ich auch noch hatte, eben inwiefern sozusagen die Innovation da andersrum laufen wird und wir lernen sozusagen über Innovationen, die bei unseren Partnern dann passieren. Frau Moser-Mörser. Ich wollte vielleicht gerade noch was zur Beschäftigungsdimension sagen. Im humanitären Bereich liegen die Dinge ja doch etwas anders, weil Flüchtlinge in den Gastländern meistens keine Arbeitsbewilligung haben. Das ganze Potenzial der Digital Livelihoods, das ja enorm ist und das wir auch zusammen mit UNHCR jetzt so langsam aufbauen, geht aber bei uns auch über die Zusammenarbeit mit der ILO. Das heißt, wir gehen direkt zur ILO. Es gibt jetzt bei der nächsten Arbeitskonferenz auch eine Neudiskussion, eine Empfehlung, die aus dem Jahre 46 stammt, sehr alt. Der Übergang von Krieg zu Frieden, ist eine Empfehlung der ILO, die wirklich einer Neuauflage bedarf. Aber das sind dann auch politische Momente auf internationaler Ebene und Deutschland ist ja sehr in die ILO eingebunden und in die Arbeit der ILO, wo wir wirklich auf politischer Ebene Änderungen bewirken können und sagen können, in Jordanien, nein, die haben keine Arbeitsbewilligungen, nein, in Kenia, die haben keine Arbeitsbewilligungen. Und ich meine, irgendwann einmal ist la pour la in der Bildung im humanitären Bereich, findet die ein Ende. Man möchte sich weiterbilden, weil man ja auch seine Existenz verbessern möchte. Mhm.
Und wenn das dann nur über eine wie soll ich sagen, ein neues Heimatland geht, ja, dass man also aus dem Flüchtlingslager rauskommt, naja, das sind wie viel, was, 10% vielleicht aller Flüchtlinge der Welt, die irgendwo umgesiedelt werden, ja, das trifft also nicht sehr, sehr viele. Also gerade bei der Beschäftigungsdimension, glaube ich, muss man auch politisch eingreifen und schauen, dass man die Grundlagen und dass man die Mitgliedsländer in diesen internationalen Organisationen zum Umdenken bringt, damit die Bildung dann wirklich auch das bewirkt, was sie bewirken soll. Herr Burg, ganz kurz noch. Beschäftigungsunterstützung kann man leisten durch E-Learning. Wenn man neue Ideen, nehmen wir mal Entrepreneurship oder nehmen wir erneuerbare Energien, schnell mit entsprechenden Programmen umsetzt und anbietet. Ich denke, wir dann können vor Ort die Leute da drauf springen und da vielleicht selbst was draus machen mit dem eigenen Geschäft, mit dem eigenen Angebot. Das, also es kann unterstützend sein, aber wir können natürlich bei der rasanten Bevölkerungsentwicklung die Arbeitslosigkeit da nicht so massiv beeinflussen, wie wir es gerne möchten. Bei Ihrer von der Forschung Lernfrage hat jetzt keiner so richtig angebissen, aber das mag auch eine Antwort in sich sein, dass das vielleicht wirklich an der Stelle nicht so leicht ist im Bereich Learning, im Bereich Curriculum, dann da tatsächlich weltweite Standards irgendwie zu entwickeln an der Stelle. Das ist vielleicht die Antwort in der Nicht-Antwort. Nochmal zu unserem Twitter-Korrespondenten. Wir machen noch eine letzte Runde Twitter, bevor wir dann zum Ende kommen. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, die vielen Fragen, die da sind, ja, so zu gruppieren, dass wir noch das managen können. Kriegen wir hin. Eine Antwort, die schon gegeben wurde, die vielleicht aber im Raum ja noch einige interessiert, die Frage von Anne Tannhäuser war, weiß jemand, ob es später eine Aufnahme der Diskussion geben wird, die veröffentlicht wird? Ja. Und die Antwort lautet tatsächlich ja, auf der Website vom Hochschulforum Digitalisierung wird man dann auch die Aufzeichnung finden und kann das dann alles nochmal nachverfolgen. Es gibt ein Bedürfnis nach mehr Beispielen auf Twitter, in verschiedenen Kontexten wurde das immer wieder genannt. Zum Beispiel tatsächlich hatten wir vorhin ja die Vermeidung eines deutschen Beispiels bei Openwashing, vielleicht auch die Vermeidung von einem Positivbeispiel. Insofern gäbe es die Aufforderung, kann man vielleicht ein positives Beispiel nicht für Openwashing, sondern für wirklich Open-Angebote aus Deutschland nennen. Und Frau Kinkel fragt nochmal nach, weil keiner ihre Frage nach erfolgreichen Abschlussquoten bei MOOCs etc. beantwortet hat, ob man vielleicht zumindest ein gutes Beispiel nennen könnte. Das wären, glaube ich, so die Sachen, die ich noch reinnehmen würde. Ich scroll noch so einmal durch. Ich entschuldige mich jetzt nochmal persönlich als Twitter-Korrespondent von Jürgen Handke, weil ich 5 Fragen von ihm ignoriert habe, weil alle so halb schon beantwortet wurden. Aber Jürgen Handke ist fleißig dabei, also. Sehr fleißig. Abbrecherquoten, ganz konkret zunächst die Frage, Frau Moser-Mörser. Ja, wir haben gerade eine große Studie über 3 Flüchtlingslager und 2 urbane Flüchtlingskontexte. Wir haben Kakuma, Dadaab, also in Kenia, Zaatari und als drittes Lager Amman und Nairobi als urbane Flüchtlingskontexte genommen und haben einen sehr beliebten MOOC von Coursera, Learning How to Learn, laufen lassen, um zu untersuchen, wie man die Erfolgsquoten wirklich steigern kann oder welche Faktoren, welche Variablen. Aber wo liegen die denn überhaupt? Es waren jeweils in diesen Lagern natürlich nur kleinere Gruppen, ja, weil das Ganze natürlich auch als Studie galt. Die beste Garantie, die Erfolgsquoten zu steigern. Und wo lagen die jetzt, die Erfolgsquoten? Die größte Erfolgsquote lag bei 75% und zwar in Flüchtlingslagern für Frauen, ja, die ganz besonders gefördert wurden mit Peer-to-Peer-Tutoring und ausgewählten Tutoren. Ja. Also und, die nicht so, und die nicht so besten Erfolgsquoten, wo lagen die? Die schlechtesten Erfolgsquoten lagen bei dem, was wir als Mentoring nennen, also Mentoring über WhatsApp und Text-Messaging. Das sind Dinge, die an sich die Motivation so ständig warm laufen lassen sollen, aber das hat eigentlich sehr, sehr wenig gebracht. In Bezug auf die Erfolgsquoten war
überhaupt kein signifikanter Unterschied zu ohne irgendwelche Unterstützung zu sehen. Heißt 10%, 20%? Nicht einmal 10%, ja. Okay. Herr Tambo? Ich glaube, man muss auch differenzieren, ob man so ein X-MOOC oder ein C-MOOC, was sind die Ziele hinter diesem MOOC? Es gibt kooperative MOOC und es gibt massiv Online-Kurse. Bei kooperativen MOOC, was wir zum Beispiel hatten mit Qualität in E-Learning, das Hauptziel war, ein Community am Ende des Prozesses zu bauen, der sich mit der Frage der Quality. Das heißt, von der Projekt, so von den Organisatorenperspektiven von der GIZ, der überwiegend das betreut hat, die Ziele waren schon erreicht, weil dadurch hat man sozusagen einen Raum gehabt, wo sehr viel Inhalt generiert worden sind, wo sehr viele Personen weiterhin über dieses Thema diskutieren. Die klassische massiv, die X-MOOCs, die man hat, man muss da sagen, das durchschnittlich, das ist zwischen 10-15%. Das heißt, wenn man schon über 15% hat, dann meistens, das liegt da in den Bereich 15%, so diese Erfolglos heißt hier derjenige, der am Ende so ein Zertifikat. Aber das ist auch zu differenzieren, weil es gibt auch Leute, die in diese Kurse kommen, vielleicht für bestimmte Kapitel. Es gibt Leute, die da kommen für die Interaktion. Das heißt, das ist schwer, sozusagen. Man weiß nicht, wie die Erfolgsquote unter denjenigen ist, die mit dem Ziel reingegangen sind, auch wirklich das Ganze bis zum Ende durchzuziehen. Das genau. Weiß man eben nicht genau. Ja. Herr Seibert, dann kommen wir vielleicht zu der Frage des Positivbeispiels im deutschen, europäischen Kontext. Okay, also nochmal ganz kurz zum deutschen Kontext. Da würde ich verweisen auf eine Studie, die gerade die Wikimedia Deutschland rausgebracht hat. Das heißt, glaube ich, Status von OER in Deutschland. Und da ist eigentlich ganz gut nochmal wirklich aufgezeigt, denn da ist es auch wieder so, gibt nichts, was total heraussticht, aber es gibt eine ganze Reihe von Initiativen. Und ich glaube, die Deutschen sind da langsam im Kommen. Europäisch gefällt mir gut, was die Open University UK macht eben, die sehr stark eben auch einen Ansatz schon ziemlich lang fährt. Und international ist tatsächlich, was das Open Education Consortium tatsächlich macht, ja ein bisschen der Zusammenschluss von allen. Da kann man sich eigentlich ganz gut dann nochmal reinklicken in alle Unis weltweit, die da dabei sind. Das nochmal zu den Positivbeispielen. Und mein Lieblingsbeispiel P2P University, was eher experimentell ist, aber immerhin von einem Deutschen gegründet wurde. Ich finde, Sie haben eben einen guten letzten Satz gesagt, die Deutschen sind langsam im Kommen. Das kann man negativ wenden und sagen, wo sind sie denn bisher gewesen? Man kann es aber auch positiv wenden, es passiert was in dem Bereich. Ist auch kein Zufall, dass wir jetzt heute Abend über dieses Thema diskutiert haben. Ich denke auch, wir haben sehr differenziert diskutiert. Wir haben jetzt nicht einfach nur Juhu gesagt, alles super, sondern uns sehr genau angeschaut, was geht nicht. Bis dahin, dass wir nicht wissen, ob jetzt Abbrecherquoten in der Höhe wirklich schlecht sind, ob sie gut sind, wir wissen es einfach nicht. Wir stellen es fest, wir wissen auch, unterschiedliche Angebote können unterschiedlich erfolgreich sein. Und ich denke auch, dass wir sehr differenziert darauf geantwortet haben, wer hat eigentlich was wovon? Was haben wir Deutschen davon? Was haben die deutschen Hochschulen davon? Was haben die Partner davon? Und am schönsten, wenn dann eben oft dann auch Innovationen plötzlich von anderen Ländern nach Deutschland zurückspringen und insofern an der Stelle dann doch es ein wirkliches Geben und Nehmen wird. Ganz herzlichen Dank Ihnen im Publikum, Ihnen hier auf dem Podium, auch den Zuschauern sozusagen und Twitter-Usern, die mitgemacht haben. Und ich darf Ihnen jetzt noch zwei Einladungen aussprechen. Einerseits wird es dieses Jahr noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben zu den interessantesten Themen der Digitalisierung im Rahmen des Hochschulforums. Und es gibt auch eine Abschlusskonferenz am 1. Dezember in Berlin. Alle Infos dazu finden Sie jeweils auf der Website des Hochschulforums. Also schauen Sie ab und zu mal nach, was da so ist. Und die zweite Einladung ist jetzt hier direkt leider nicht für diejenigen, die jetzt mit dem Livestream dabei sind, zu einem kleinen Empfang hier vor der Tür. Bleiben Sie noch ein bisschen, setzen Sie den Austausch fort. Ganz herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend.